Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hearthstone, und zwar im Meshmage. Ich habe immer die Probleme am Anfang mit diesem blöden Ansage. Auf jeden Fall, wir spielen natürlich Meshmage. Wie beim letzten Mal habe ich euch ja gesagt, dass wir noch eine zweite Folge dranhängen werden. Denn das können wir auf uns nicht sitzen lassen. Von 4-0 auf ein 4-3, das geht nicht. Gehen wir direkt mal rein. Jo, läuft. Ich hoffe, die Folge hat trotzdem, also ist trotzdem gut angekommen, auch wenn wir 3 Loses eingefahren haben. Aber ich meine, Gewinn ist nicht alles. Hat trotzdem Spaß gemacht, dieses Deck eher mal auszutesten. Jetzt haben wir schon direkt mal Loa-Tap am Anfang. Wir haben einen Aufziehgnom, der ist geil, und einen Ritzelmeister. Doch nicht, auch doch gar keinen Aufziehgnom. Doch, haben wir doch. Diesmal haben wir eine gute Starthand und diesmal bin ich relativ sicher, dass wir einen Win holen können. Ich mute mich mal ganz kurz für meine Nase. Ja, wir spielen auch gegen einen Mech und der Name ist natürlich super schön einfallslos. Ritzelmeister auch wieder Mech-Deck. Mech-Magier, okay, dann hauen wir ihn direkt mal kaputt, indem wir einfach dasselbe spielen, würde ich sagen. Den zu spielen hätte jetzt wenig Sinn gemacht, hätte einfach pingen können und das wäre irgendwie nicht worth gewesen. Okay. Er hat wieder diesen Vorteil, dass er angefangen hat. War no problem. Wir machen einfach genau das gleiche gerade wie er. Kann ihn jetzt wegpingen, dann ping ich ihn auch weg und spiele nächste Runde auch nichts wie er wahrscheinlich. Okay, macht. Gibt es was zu tüfteln und geht mir wahrscheinlich ins. Doch nicht ins Face, okay. Ist okay. Ja, ich glaube, das ist die beste Variante. Jetzt gucken wir mal, welches Mesh-Mage-Deck hier besser ist. Kann man hier eigentlich auch den Kartenrücken ändern? Nee, sieht irgendwie nicht so aus, ne? Nope. Alles klar. Den zu spielen ist irgendwie ein bisschen risky, wenn ihr den nicht zweimal trifft, ist das irgendwie nicht worth. Könnten den spielen, den hinterher. Könnten auch den spielen. Ein 4-4er. Kann gut traden. Noch nicht. Wenn wir den spielen, muss er den pingen und haut irgendjemanden rein. Den kann er mir zwar in die Fresse gehen, aber er geht mir jetzt in die Fresse wahrscheinlich, und wenn er tradet, ist auch okay. Wenn er mir aber jetzt in die Fresse geht, kann ich auch noch nächste Runde den Nervotron spielen und ich habe auf jeden Fall eine Einheit, mit der ich traden kann, eine 4 Damage Einheit. Er geht jetzt mit 4-2 rein, okay. Geht damit jetzt in die Fresse. Loa-Tap. Ich habe das Gefühl, er spielt komplett das gleiche Deck wie ich. Zweimal Mech-Warper. Mit 4 Mana raus. Dann können wir noch den spielen. Ist irgendwie geil. Und noch den hier hinterher. Boah. Das geht jetzt schon mal rein. Hoffentlich hat er kein. Wie nennt sich das nochmal? Flammstoß, aber kann er eh erst nächste Runde spielen. Coin hatte ich ja. Macht er jetzt? Jetzt muss er die kaputt machen, ja. Feuerball. In mein Gesicht? Nee, er verbraucht ihn auf die Einheit. Kann schon leben. So, ich würde sagen, wir traden sogar jetzt, da wir jetzt so die Boardkontrolle haben.
und uns jetzt was aufbauen können. Weil wenn wir jetzt nicht getradet hätten, hätte den einfach dann da reingehauen und wir hätten irgendwie wieder nicht so wirklich was Gutes da stehen. Meshwarp ist jetzt nicht mehr so entscheidend, da wir eh schon alles rausgehauen haben. Er hat zwei Ersatzteile und die beiden noch gespielt. Okay, er ist im Mana-Vorteil. Oder hat er die Münze? Hatten wir die Münze nicht? Bitte keinen Flammstoß, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Sport, das ist das Beste, was uns passieren hätte können, was er kriegen kann. Das Beste für uns, das Schlechteste für ihn. Denn Windzorn bekommen, hätte er noch einmal mehr angreifen können, das kann man noch bekommen. Gottes Shit wäre natürlich auch eklig gewesen. Hätte er einfach traden können for free. Und Sport stört uns eher weniger, weil er eh traden sollte. Und wenn nicht, dann hauen wir die nächste Runde rein. Okay, wir könnten jetzt damit angreifen, den wieder zurück und wieder ausspielen. Der kostet 4. 5 Mana. 6, 7. Passt. Jo, machen wir auch. Jetzt ballern wir den wieder raus, hoffen, dass er jetzt zweimal da trifft. Nice. So läuft das doch. Wir machen den hier noch ein paar Stullen. Und er hat nur noch zwei Karten auf der Hand. Die Münze nehme ich mal an für das M. Obwohl ich eigentlich denke, ich hatte die Münze. Keine Ahnung, was das so bedeutet. Wenn er die Münze hat, dann hat er die Münze hier auf dem M. Das ist ein Ersatzteil und das ist jetzt die Karte, die er gerade gezogen hat. Wir haben drei Karten auf dem Feld. Wenn er die jetzt nicht clearen kann, haben wir gute Karten, haben noch 27 Leben, er hat 16. Aber ihr seht schon, das Deck ist von der Konstruktion her ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich hätte auch noch ein paar andere Karten mit reinnehmen können. Ich habe zum Beispiel noch, wie nennt sich diese 9er Legi da, ist auch so ein Mech. Wenn ihr immer einen Gegner tötet, kriegt ihr so einen Lebra-Gnom. Die hätte man noch mit reinnehmen können, aber allerdings ist die halt 9 Mana und meistens geht man gar nicht so weit in diesem Modus hier, obwohl wir sind jetzt auch bei 9 Mana. Aber in der Regel geht man eher ein bisschen, also ist man schon meistens mit 7 Mana schon fertig. Das ist halt so die Höchststufe von Dr. Boom. Ja, er weiß nicht, was er machen soll oder ist auf Toilette gegangen, keine Ahnung. Grüße. Jetzt bitte Dr. Boom, das wäre natürlich übel geil. Wie viel Damage haben wir eigentlich? 5, 6, 7, 8, 9. Sprich, er hätte dann noch 9 sind dann 7 Leben. Hätten wir noch einen Feuerball, hätte ihn da getötet jetzt schon. Okay, kümmert uns jetzt irgendwie auch nicht. Er ist anscheinend AFK gegangen, wir hätten sowieso gewonnen. War wahrscheinlich ihm bewusst und ist Essen gegangen, keine Ahnung, was er gemacht hat. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall seht ihr, Leute, wir haben eine Win eingefahren. Endlich, danke. Dass wir auch mal einen Win, dass wir auch mal einen Win machen können. Nach drei Loses in der letzten Folge. Gut gespielt. Perfekt. Win. So, legt man die nächste Runde rein. Ich hätte auch gerne eine goldene Jenna, ne? Das wäre irgendwie cool. Jaina gegen Malfurion. Jetzt hat der Gegner die Münze, definitiv. Ihr habt es so gewollt. Gefällt mir alles nicht. Kann man alles tauschen und wir hoffen natürlich, dass wir wieder so einen guten Start bekommen. Nice, nice, crap. So. Erstmal einen Ritzelmeister raushauen. Nächste Runde wahrscheinlich den Schneefresser. Das ist die Münze. Okay, das ist die Münze. M heißt wohl nicht Münze. Oh, come on. Muss ich jetzt wirklich hier so ein Teil opfern?
Ich glaube, ich hebe mir den Frostbit sogar noch auf und trade einfach den hier rein. Also den kann man definitiv nicht stehen lassen. Ein Mana for free mehr haben? Nee. Nee, nee, im Early Game geht das nicht. Ja. Frostblitz finde ich irgendwie. Nee. Finde ich die Einheiten traden gerade besser. Ja. Er hat jetzt auch nur noch seine Heldenfähigkeit gerade zur Verfügung. Greif an, komm. Gut. Wir haben einfach den hinterher. Und in die Fresse. Jetzt ist er eingefroren, jetzt kann er auch seine Heldenfähigkeit zwar benutzen, kriegt eine Rüstung, aber kann damit nicht angreifen. Sprich, einfach eine relativ useless Sache. Ruf 2-1-1er dabei. Hierbei. Traden will ich gar nicht und pingen nicht nötig. Können die 1-1er eh nicht beide können eh nicht den 2-3er platt machen, müsste beide reinjagen und dann noch irgendeine andere Karte spielen, wie zum Beispiel Zorn. Aber wäre okay für mich. Ne, er spielt nur Shredder. Geht damit an die Fresse. Ich glaube, ich mache das jetzt so. Und weiter in die Fresse gehen natürlich. 16 Leben, seht ihr? 16 Leben hat der Gegner noch. Das ist natürlich ziemlich strong. Wir mussten schon einmal traden. Wäre das nicht gewesen, hätte er nur 13 Leben gehabt. Und er hätte noch eine Kreatur auf dem Feld gehabt. Also, Rush-Decks tun schon ziemlich weh. Dafür sind sie auch Rush-Decks. Okay, ein Spotter. Jo, kriegt was nicht so Tolles raus. Kann man gut mit leben. 4, 5, 6, 3, 6, wird er den reinhauen. Woher der überlebt dann, ne? Ist irgendwie dann doch besser. Ich könnte auch einfach nur 6 Mana. 2, ja, können wir die spielen. Ich hätte den reinjagen können, aber ich wollte nicht das verwenden. Ich wollte lieber so machen. Okay, ob das jetzt das Beste war, weiß ich auch nicht ganz. Wir können natürlich diesen Flächenschaden jetzt spielen, das war natürlich blöde. Ich glaube, das war ein bisschen Missplay von mir gerade. Hätte ich deutlich besser machen können. Wenn er jetzt diese 5-Mana-Karte fügt ein, die dann 2 Schaden zu, auch spielt, da habe ich ein Problem. Dann hat er noch 2 Leben, ein Leben tot, ein Leben tot. Dann würde er einfach gut traden können für free. Okay, packen, heb. Seine Karte tut auch weh. Was macht er jetzt? Haut den da rein. Und den mit Heldenfähigkeit vielleicht? Nee, doch kann er gar nicht. Ich würde auf jeden Fall an seiner Stelle den da reinhauen, weil das Einfrieren zu ihnen natürlich immer blöd. Kann er die Heldenfähigkeit nicht komplett ausschöpfen? Ja, macht er auch. Ja. Was spielen wir jetzt? Ich würde am liebsten nur 5 Mana ausgeben. Denn so haben wir das Board geklärt. Oh mein Gott, hat niemand gesehen? Das hat niemand gesehen, Leute. Also. GG, ich wollte eigentlich ihn angreifen natürlich. Habe ich mir selber einen Damage gegeben. Pff. Läuft. Er hielt sich, zieht keine Karten. Okay.
den da reinhauen. Tätenfähigkeit dann noch. Ne, kann er gar nicht. Ja, das hätte wirklich nicht sein müssen, Leute. Das war blöd. Anregen. Okay. Heldenfähigkeit. Sieben, acht Mana kostet das. Den lasse ich aber drin und mache lieber so. Denn jetzt haben wir diese Karte auf dem Feld. Entweder tradet er jetzt, dann kann er wenigstens damit den töten. Wenn er den hier in den reinhaut oder einen anderen, habe ich immer noch die Karte auf dem Feld. Und die macht dann einen Zauberschaden mehr. Und das ist ziemlich entscheidend für den Feuerball manchmal. Deswegen habe ich jetzt auch einen Damage auf den drauf gemacht. Denn jetzt wird er sozusagen verpflichtet, entweder zu traden oder er kriegt halt diesen einen Zauberschaden mehr. Ist eigentlich beides gut für mich. Es sei denn, er kriegt natürlich beides hin, dass er den hier da rein tradet oder da rein und dann hier den noch tötet mit irgendeinem Zauber. Prankenhieb zum Beispiel, der ist ein raus. Oder dieses verursacht 5 Schaden an einen Diener, wäre auch möglich. So ein Feuerball wäre auf jeden Fall nice. Okay, nochmal 5 Leben healen. Dann wieder 14. Okay, er tradet. Wie gesagt, so kann ich ihn dann platt machen. Vertauscht Angriff und Leben. Okay, reduziert er einen Damage. Kann ich mit Leben. So. War dann jetzt einfach mal den raus. Och, komm. Das ist blöd. Das ist blöd. Risiko. So. Jetzt muss sein Flächenschaden her. Wenn er die Karte jetzt nicht hat, hat er ein Problem. Denn wenn er jetzt Flächenschaden macht, könnte er den hier töten. Ja, mehr auch nicht, ne? Könnte auch so verloren haben. Er bräuchte jetzt natürlich sowas wie eine Karte, die ihn wirklich hielt. Heilbot zum Beispiel. Schnupfen, ey. Azurblauer Drache, okay. Er zieht nochmal eine Karte. Er sucht die Karte, die er haben möchte, anscheinend. Wenn ich mir nochmal ein schönes Stückchen Schokolade. Er gibt auf. Somit ein Sieg. Nice, Leute. Noch ein Game. Sind wieder aufgestiegen im Rang, wo wir vorher schon waren. Ich darf nicht so viel von dieser Schokolade, das ist so unglaublich lecker. 4 Minuten sind wir in der Aufnahme. 18. Das ist eine geile Starthand. Die ist geil. Machen wir nur noch den Ritzelmeister oder Aufziehgnom. Wo der Ritzelmeister besser wäre. Hätten wir definitiv die beste Stadt, die man haben kann. So. Ich hätte auch den hier weggeben können und gehofft, dass ich einen Ritzelmeister kriege, aber irgendwie das Risiko zu groß und die Karte ist wirklich auch gut am Anfang. Nehmen wir den Mesh Warper. Ich nehme an, er kann ihn töten mit Meucheln plus Heldenfähigkeit, dann wäre er tot. Nice, in die Fresse. Das ist gut. Ich glaube, den clear ich sogar noch. Ich will den hier aus und direkt mal Board Control.
nächste Runde können wir dann schon direkt den Goblin hier spielen. Goblin, Springen, Magier. Vorbereitung, okay. Glückliche Klinge. Alles klar. Hat ziemlich viel verbraucht für diese eine Karte. So, kein Problem. Komplett in die Fresse, alles klar. Es raus und ausweiden. Er verbraucht aber auch seine Karten hier ohne Ende. Ey. Hat aber jetzt die Board Control. Die Karte ist gut gegen die beiden, hat 4 Leben und kann beide clearen. Kann er jetzt einfach reinjagen. Boah, ey. Beide Ausweichen schon raus, Vorbereitung raus. Alles klar. Vom Leben her sieht es noch gleich aus und er hat noch gleich viele Karten wie ich ungefähr. Hat er natürlich 2 Karten geklaut, die natürlich nicht ganz so stark sind. Hier, langer Finger. Was ihr braucht. Entdeckt einen Zauber. Geht er ins Face? Er geht ins Face. Okay, sind wir noch bei 17 Leben. Den müssen wir definitiv clearen. Feuerball will ich nicht spielen. 4 plus 2. Also 6 Mana verbraucht. Klar. Ich hätte jetzt auch traden können, aber ich glaube, Face Skin ist mit diesem Deck hier irgendwie ein bisschen besser. Okay, kriegt selber nochmal 4 Schaden, okay. Cool. Ah. GG. Das ist natürlich scheiße jetzt. Natürlich die schlechteste Karte, die wir rausgehen konnten. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Ein Geheimnis von uns bekommen. Also nicht von uns insgesamt. Ah, verdammt. Duplizieren kann es sein. Bei euch riskieren. Kann natürlich alles sein, ne? Nicht duplizieren, Spiel gestaltet man nicht. Andersherum zu spielen, hätte er einen 3-3er und dann noch das zu spielen. Ich würde aber gerne einen 4-4er haben. Wenn er jetzt den, wenn ich jetzt so mache, den spiele und dann den, hat dann 4-4er, kann er auch nicht so super wegtrainen. Ja, ist ein Spiegelgestalt. Ich kann natürlich auch zweimal den hier spielen. Macht irgendwie mehr Sinn. Wenn ich 4-4er spiele, dann tradet er den rein und dann hat er immer noch ein Leben. Jo. War jetzt echt ziemlich unlucky, dass wir jetzt den Doomsayer bekommen haben. Boah, er geht uns jetzt voll ins Face. Obwohl, nee, er kann übel gut. Ja, GG. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Okay. Okay.
diese Runde ging wirklich nicht für uns gut aus. Zwei Wins, ein Lose, wenn ich richtig mitgezählt habe. Sollte so sein. Auf jeden Fall lief es auf jeden Fall diesmal ein bisschen besser schon, haben der Quest noch beendet. War natürlich immer noch nicht das Beste, was man haben konnte, aber es ist natürlich auch ein sehr billiges Deck. Und für die Mana-Kosten finde ich es eigentlich ein ganz gutes Deck. Nächstes Mal kann ich euch auch ein anderes Deck zeigen und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich ziemlich, ziemlich freuen. Auch ein Abo, wenn es geht. Und wenn euch mein Kanal gefällt, natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.